Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist Dienstag, der 25. Oktober, 8:53 Uhr. Mein Name ist Carlos Martins und Sie hören uns aus dem Live-Trading-Raum vom Traders Club 24. Wir sehen aktuell die Trading-Range im DAX von 13 Punkten. Das ist sehr gering. Wir warten deswegen nochmal ein wenig ab, denn wenn die Range zu klein ist, ist auch hier eine schnell oder durch schnelle Bewegung, dass wir in beiden Richtungen schnell ausgeführt werden, also die Kauf- und Verkaufsorders. Insofern warten wir hier auch heute ein wenig ab, wie sich die Box, die Range sich bei der Markteröffnung verändert. Es ist aktuell 8:54 Uhr. Normalerweise würden wir jetzt schon die Ordern platzieren, aber die Box, wir sehen, es ist zu klein. Unser Regelwerk sagt dann auch hier, zu klein dürfte die Box, sollte sie auch nicht sein. Meld mich gleich nochmal. Was wir aber jetzt schon mal machen können, wir können die Linien platzieren. Und dann haben wir schon mal die Vorbereitung, dass wir das dann dementsprechend nachziehen, wenn die Box etwas größer ist. Meld mich dann gleich nochmal. Es ist 8:56 Uhr aktuell. So, wir haben jetzt das Tief bei 10,774. Das heißt, wir hätten jetzt, das ist 9 Uhr direkt, wir hätten jetzt eine Box von 17,25 Punkte. Und wir schalten das Ding jetzt auf an und sind scharf. 17,25 Punkte. Das Tief von eben liegt bei 10,774. Daily Pivot, das wird eine Nummer. 10,769. Das Hoch 10,791. Und wir sind also noch nicht im Trade, haben die Pending Orders platziert. So, wir sind ausgeführt long mit dem ersten Trade. Gewinnziel liegt bei 10.809. Also long der erste Trade. 9:03 Uhr die Uhrzeit. 9:06 Uhr und wir sehen, ich habe den Chart eingestellt auf eine Minute, deswegen bewegen sich die Kerzen auch hier relativ oder schnell. Wir sind im Trade Nummer 1 nach wie vor. Die zweite Position würde gelöst oder ausgeführt werden bei einem Kursniveau von 10.774. Das ist dann hier unten die Linie. Aktuell pendeln wir zwischen 90 und 80 aktuell. Meld mich dann gleich nochmal. So, neue Tageshochs. Wir sind bei 10.800. Gewinnziel liegt bei 10.808. 7 Punkte fehlen uns noch. So, es ist 9:26 Uhr und wir versuchen nochmal die 10.8 zu überwinden. Aktuell 10.799. Wir sind immer noch im ersten Trade und wir sehen es jetzt live. Bin immer noch auf dem Minutenchart. Die 10,8 hier oben. Wir hatten das Hoch hier. Jetzt versucht er rüber zu kommen. 10,804. Bei 10,809 ist unser Ziel erreicht. So, jetzt gucken wir mal live und wir sind raus aus dem Trade. Also Trade Nummer 1 ist erreicht. Ich zeichne noch mal kurz den Trade ein. So, wir sind hier eingestiegen und dort oben ist unser Gewinnziel erreicht worden, da wo das kleine Dreieck ist. Ja, es wird in den nächsten 3 Tagen kein Video geben. Ich bin geschäftlich unterwegs und das heißt, wir werden erst am Montag wieder
die DAX-Trades hier live im Traders Club respektive auch auf YouTube aufnehmen. Ich wünsche euch eine erfolgreiche Handelswoche noch. Viel Spaß beim Üben. Wenn ihr mit dem Swissbox Trading beginnen wollt, könnt ihr euch da eine Demo runterladen. Ansonsten hören wir uns nächste Woche, wenn ihr Lust habt.